So, Schule, Schule. Schule. Mach ich jetzt noch eine zweite Schule hier irgendwo hin? Weil die ist ja voll. Oder hoffe ich einfach darauf, dass es in Zukunft ein wenig weniger wird? Mit den ollen Schülern hier. Die ollen Klabauter Hansels. Weil ich kann es hier oben hinpacken, vielleicht stört das ja keinen. Ist ein Stück weg von dem ganzen anderen hier. Ist ja nicht, glaube ich, ziemlich egal. Ich glaube, die gehen sogar ziemlich lange Wege hier. Reserve food is low. Ich weiß. Ich baue doch ganz viel Food an hier. Das musst du doch mal checken, liebes Spiel. Berries haben wir da. Es gibt's. Wobei, wir haben. Cherries haben wir 159 das letzte Mal gemacht. Es könnten allerdings auch mehr sein, glaube ich. Wobei, das Feld ist auch echt klein. Ich glaube, wenn wir da wirklich so viel von einer Sorte haben wollen, dass wir da noch was zu trinken draus machen wollen, dann muss es noch ein bisschen mehr als ein kleines Feld sein. Ein kleines Popelfeld. Naja, deswegen haben wir da noch einen weiteren Gatherer gebastelt hier oben, der hoffentlich bald seine Arbeit aufnehmen mag. Wenn er denn so freundlich wäre. Wobei ich nicht weiß, ob hier oben wirklich so viele Bären und sowas in der Gegend sind, weil der Urwald hier unbedingt ist jetzt auch nicht vorhanden. Es ist recht überschaubar eigentlich. Zumindest was anderes als hier. Wobei hier wahrscheinlich... Na gut, ich weiß halt nicht genau, ob... Also was jetzt genau einsammeln da quasi, ne? Also ob das hier tatsächlich auch ersichtlich sein muss. Also das, was man sehen kann hier, ob die das einsammeln oder wie das passiert. So, hier wird weggeholzt, das ist schön. Die Dinger können, die werden hoffentlich bald ausgeleert. Die Nahrung ist echt wenig hier gerade mal. Das hier ist, Purchase ist für mich eigentlich, ne? Hier, von wegen, ich könnte denen sagen, hier, ich hätte gern irgendwas zu essen hier. Aber dann müsste der das halt wahrscheinlich erstmal bestellen oder das nächste Mal erstmal mitnehmen hier. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Schauen wir einfach mal. Hier Farmer könnte ich noch mehr einstellen eigentlich, oder? Weil wie sieht es hier drin aus? Da sind Mushrooms, hier sind ein paar andere Sachen noch vorhanden. Mushrooms, Fish, Onions, Wool, dieses Wolle drin. Stelle ich eigentlich gerade schöne Kleidung her. Hidecoat, Zeugs. Hier ist Wolle drin, aber wollen die Leute hier wirklich Wolle haben? Wollen die das sich hier vorne vor einen Kamin hängen oder was passiert damit? Ich denke mal nicht, ne? Ich denke mal, das ist kein Produkt für den Endverbraucher hier, die Wolle. Ich hoffe mal nicht, das wäre ein bisschen seltsam. Ich kann ja mal versuchen, hier aus den, die warmen Klamotten herzustellen. Vielleicht sinkt denn der Bedarf an Feuerholz. Wobei der wahrscheinlich gerade... Ne, der ist noch nicht auf dem Maximum. Wir können mal 1000 Stück davon machen. Wobei wir wieder gerade keine Baumstämme haben. Wahrscheinlich, wenn wir gebaut haben. Das kommt alles zusammen hier. Und jetzt ist hier Ernte. Die fangen langsam an, hier die Sachen vom Feld zu rupfen. Hier ist leider echt nicht viel los auf diesem Feld. Ich weiß nicht warum. Hier umso mehr. Es ist ganz cool gerade. Das sieht ganz gut aus. Es entwickelt sich. Ich schwimme ein bisschen vor, glaube ich. Ich hoffe, wir haben fast die doppelte Menge an Feldern jetzt. Ich hoffe mal, das klappt ein bisschen. Dass es ein wenig mehr Vorräte gibt. Und uns dann hier über den Winter bringen wird. Es fehlt an Loks, natürlich. Flint Lockwood fehlt. Er ist wieder am Maschinen erfinden. Was fehlt, Loks? Food. Haben wir echt so wenig zu futtern hier? Hier kommen die Stonecutter, mache ich mal weniger. Auch die Minenarbeiter mache ich mal weniger, damit hier einfach ein bisschen mehr passieren kann. Genau, da haben sie alles hingepatscht. Sehr gut. Damit hier die Sachen von den Pferden auch wegtransportiert werden können. Es fehlt noch an Firewood Logs, natürlich. Essen sind jetzt 2000 gerade mal im Lager. 2400, 2500, 2800. 2800, 2900, 3000.
Gut, es wird schon deutlich mehr, das kann man schon sagen. Also es wird angenehm viel, was hier gerade passiert. Das ist schon okay. Firewood und Logs. Das sind so meine beide Sorgenkinder gerade. Ich meine, wir hatten da eben eine ganze Menge, aber ich glaube, sobald da jedes Haus sich einen kleinen Stapel von hergeholt hat, ich meine, man sieht, dass da 100, über 100 Feuerholz war da gerade, die sind dann damit auch eine Weile bedient. Aber wenn die plötzlich, ne, wenn hier plötzlich alle Häuser gleichzeitig sich was holen wollen, weil es plötzlich oder unerwarteterweise im Winter auch noch kalt wird, dann denken die sich, ach Mensch, nee, jetzt aber ein Stapel Holz hier. Und dann rennen die alle gleichzeitig zu dem Supermarkt hin, stellen sich an die Kasse. Die Tante an der Kasse macht immer büp, büp, büp. Ne, indem jeden Holzstamm einzeln über das Band zieht. Und dann ist alles weg. Tja, und das ist halt weg. Also richtig weg. Leer, empty. Und dann müssen die anderen, die nichts mehr abbekommen haben, müssen dann leider leiden. So ist das Leben. Und jetzt fehlt es auch noch an Holz. Hau ich das einfach mal... Ah. Ich habe echt so wenig Holz hier. Oder wie ist das? Oder was? Oder wer? Oder wo? Das kann doch gar nicht sein. Brauche ich noch einen Holzfäller mehr? Kann ich hier oben noch einen hinpatschen? Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Hier. Einen... Forester. Noch kann ich das machen. Hier noch ist ja kein Gebäudeabschnitt. Ich mach das einfach mal. Wo muss ich denn da hin? Hier so? Hier ist ja das Feld, da kann ich auch noch eine Straße hinmachen. Hier ist auch das Feld, da kann ich auch noch... Oh, das geht sogar gerade durch. Ach, coolio. Sehr gut. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ich meine, da bräuchte ich auch ein paar mehr Arbeiter für, ein paar mehr Leute. Wenn wir haben 32 Kinder jetzt gerade, 17 Schüler. Es ist durchaus genug was vorhanden hier. Und jetzt, wo wir nur noch 17 Schüler haben, haben wir jetzt eine zweite Schule. Das ist auch schön. Herrlich. Aber ich glaube, die wird nie weg sein. Von daher passt es schon. Wir haben echt wenig zu essen. Zumindest in den Lagern. Es kann ja sein, dass hier die ganzen Häuser vollgestopft sind. Hier ist... Die haben 350 einfach mal Mais hier drin. Was ist das denn für eine Vorratshaltung? Das ist ja voll die Hamsterung. Und die anderen kriegen überhaupt da nichts mehr ab, oder wie ist das? Heieiei, aber es ist... Aber wirklich mal... Die haben einmal 10-mal so viel wie die anderen hier in der Umgebung. Die gierigen Typen da. Haben sie alles gekrallt, was sie kriegen konnten. Also das gefällt mir nicht. Und warum ist jetzt der Händler da im Winter? Pecan Seeds, Squash Seeds. Da können wir das bald Squash spielen. Komm, ich hau uns mal ein bisschen hier... 1000. 100 sind das. 1000. Was haben wir denn mal 1000 hier? 1000 ist schon eine Menge. Brauche ich so viel Nahrung jetzt gerade mehr? Ich mache einfach mal 500. So, 500. Nicht 5000. Ich kann dann leider nicht die Samen hier annehmen. Aber vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Die Kleidung habe ich genug, ne? Stone. Ne, ich mache mal Iron Tools. Mache ich tatsächlich nochmal hier so einen ganzen Stapel. Ja, hier 20. Das ist schon lustig hier. 60, ich hau da mal ein bisschen mehr rein hier. Roots können wir in den Matten pieken. So ist super. Weil ich kann hier Kräuter noch mal ein paar draufhauen. 1200, ja, gut, die Hidecodes, die ist, ja. Würde ich eigentlich eher für teurere Sachen dann sparen. Komm hier, 540. Ach, die haben alle kein Feuerholz. Haha. Das hat jetzt natürlich gar nicht dabei. Ist auch schön. Wobei, es wird jetzt... Ja, komm. Ich brauche das eigentlich alles gar nicht hier bezahlen oder halt kaufen gerade. Aber ich mache es trotzdem. Ja, dass wir was zu futtern haben.
Ich brauche wirklich mehr Holzgeschichten hier. Komm, Inventory. Das Feuerholz habe ich gar nicht mehr. Ich habe Loks. Die haue ich alle mal hier raus, weil die werden gebraucht hier. Den ist allen kalt. Hier, gucke mal. Reserve of Loks is low. Loks, Loks, alles Loks. No. Im Fluss da hinten schwimmt ein Loks. Loks, Lufut, Loks. Und ein Logbuch ist in ein Baumstammbuch, ne? Oder wie ist das? Okay, der hat nichts zu machen, der hat auch nichts zu machen, wobei der hat... Der hat keinen Leder, jetzt hat er Leder, okay. Was fehlt dem denn? Ich meine, er hat Bärchen, aber was fehlt ihm denn? Was braucht er denn noch? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ha, ich bin ein wenig froh, dass wir über den Winter gekommen sind. Auch wenn es nicht so eindeutig war, dass es gut klappen könnte. Mein Essen ist durchaus knapp geworden. Ich meine, wir haben hier noch ein bisschen Essen eingelagert hier. Wo haben wir das? Nö, es ist auch schon wieder weg. Ist das hier jetzt? Roots sind jetzt hier. Ja, sind alle schon umgelagert worden. Das ist schön. Wie den allemal hier kalt ist und es sind 28 Grad. Guckt euch das mal an. Als ob mir mit 28 Grad Außentemperatur kalt werden würde. Ich glaube, es geht los. Oder haben die einfach nur alle kein Feuerholz mehr hier? Oh. Wird es immerhin weniger. Tja, die Holzfällerei, das ist so eine Geschichte hier. Da kann ich nochmal ein paar Leute mehr reinstellen. Hier habe ich die Möglichkeit, wie 11. 11 ist eine Menge. Hier sind 3. 4, ja, 9. Ah, wir brauchen eigentlich ganz viele Baumstämme. Ich lasse hier mal ganz viele Leutchen arbeiten. Ich glaube, das käme ganz gut. Achso, der hat den Arbeitsplatz noch nicht gefunden da. Okay. Dann mache ich hier auch noch einen mehr. Ich mache mal einfach 12 Leute hier. 12 Leute dürfen Holz fällen oder und auch wieder anpflanzen. Weil ich glaube, ich muss da mal einen richtigen Vorrat von machen. Der wird auch nicht lange halten, das ist mir schon ziemlich klar. Aber na, man kann es ja versuchen. Vor allem hier unten sind jetzt ganz viele Bäume, wo vorher mal das Anbaugebiet von den Bäumchen war hier. Ja, es ist echt ein dicker Wald hier, ein dichter Wald vor allem. Und jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen, dann haben wir ganz viel Feuerholz. Ist ja schön. Wahrscheinlich brennt uns das im Sommer hier noch weg, weil es durch irgendwelche Sonneneinstrahlung... Da war ein kleines Kind, was auf dem Lagerplatz gespielt hat, mit einer kleinen Lupe oder mit seiner dicken Hornbrille. Hat es ein bisschen blöd in die Sonne gehalten, wollte da ein paar Ameisen einfach mal ein bisschen grillen. Tja, und hat dann mal das ganze Feuerholz in Brand gesteckt. Immerhin hat es bewiesen, dass das Feuerholz von edler Qualität war und brannte wie sonst was. Aber das ganze Zeug für den Winter ist natürlich weg. Ich glaube, so ist es passiert. Und wir haben immer nur noch 3 von den Kühen hier. Meine Kinders, sind das jetzt alles Damen oder was ist da los? Warum klappt das nicht mit dem Nachwuchs? Oder alles Herren meinetwegen? Oder das sind 2 Damen und der eine Herr ist dann plötzlich schwul. Der hatte überhaupt kein Interesse auf den Damen da rumzurutschen. Das wäre ja auch blöd. Na gut, wie dem auch sei, es mangelt uns eigentlich an... An was mangelt es uns gerade? Leder. Und irgendwas zum Alkoholisieren. Nahrung. Ich muss noch ein paar Farmer mehr hier reinkloppen. Ich brauche echt mehr Farmer hier. Wie sieht's hier aus? Cherry Spender 59 Kirschen haben wir abgeerntet hier. 443 Korn haben wir nur letztes Mal gemacht. 633 als Wirt. Es kommt mir deutlich weniger vor. Es kann aber auch daran liegen, dass die Arbeitsplätze blöder verteilt waren. Das kann genauso gut sein. Hier ist nämlich auch weniger, obwohl hier vorher 1000 waren. Und so lange ist das Feld da glaube ich noch nicht. Hier sind 557, letztes Mal hier sind
643 letztes Mal. Also so ganz stimmig. Weiß ich nicht, finde ich das Ganze noch nicht. Ich will das mal ein bisschen beobachten, wie sich das weiter verhält. Wenn ich jetzt hier mehr Arbeitsplätze verteilt habe, die ich gerade mal wieder weggeklickt habe, wie es dann damit aussieht, wäre ganz cool zu beobachten. Und es ist schon wieder Herbst, das ist nicht schön. Die Zeit verrennt. Ja, hier kommt noch ein Farmer mehr, obwohl, na, ja, Farmer, so. Farmer dahin und dann reißt die Sachen aus dem Boden. Und was ich da jetzt im Lager habe, das ist ein Witz. Vor allem das Feuerholz, das wird gerade da rausgeruppt, wie sonst was. Also langsam, ja, so eine gewisse Krisenzeit herrscht gerade mal schon. Nicht wirklich schlimme Krise hier, es kann auch ein Händler weniger da einstellen zum Beispiel. Hier kommt so ein Händler, kann da weniger. Dafür kann da einer noch ein bisschen mit rumschuften. Hier Steinfritzen können da auch weniger. Auch hier andere Leute da. Teacher brauche ich auch eigentlich. Obwohl Teacher, wir haben mehr als 22 Schüler. Also wir haben mehr als 20 Schüler gerade. Es geht schon. Gatherer kann ich auch noch mehr machen. Ich weiß nicht, ob die im Winter irgendwas machen. Wie es da aussieht. Mache ich trotzdem mal noch zwei mehr. Man weiß ja nie. Herbst. 2200 Nahrung. Ansonsten sieht es echt ganz gut aus. Also genügend Kleidung ist da, genügend Werkzeuge sind da. Kräuter sind ganz super. Also die Gesundheit der Leute ist ein wenig eingeschränkt. Aber es geht wohl. Hier sind sie alle nicht so wahnsinnig vollgefüllt im Haus. Aber na, es geht auch. Also, na, ist eine schwierige Sache. Ich mache noch ein paar Farmer mehr. Es ist später hier Herbst, heißt das Ding. Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen was reißen. Wobei, eigentlich, also alle Felder sind leer. Alle Bäume hier, alle Plantagen haben ihre Blätter von sich geworfen. Und die Bäume darauf auch. Bin gespannt. Feuerholz. Na. Es ist halt ein bisschen. Ich fände es cool, wenn die Leute auch im Sommer schon ihre Feuerholzvorräte zum Beispiel auffüllen würden. Weil dann könnte man das ganze Jahr über schön produzieren und man hätte dann überall ein bisschen was eingelagert. Würde quasi die Hauptlager aufteilen auf die ganzen einzelnen Häuser. Ist aber letztendlich, wie es bei uns, bei unserer aktuellen Menschheit auch so ist. Sobald man denkt, oha, da ist ein Feiertag, da muss ich unbedingt noch schnell vorher einkaufen gehen. Da hat jemand einen Tag lang nicht offen. Ja, dann stehen die Leute plötzlich in den Supermärkten, dann sind da mega lange Schlangen, weil da irgendwie mal ein, zwei Tage lang nicht die Möglichkeit zum Einkaufen ist. Ich meine, es ist jede Woche Wochenende. Da ist auch immer mal ein Tag lang nicht die Möglichkeit zum Einkaufen. Ja, oder wenn irgendwelche Angebote sind, wo dann plötzlich irgendwas billig ist, dann wird sich erstmal tonnenweise eingedeckt. Ich meine, das ist okay, aber ne, plötzlich, wenn da irgendwas gerade billig ist, dann sind irgendwelche Anstürme.